Mit den Lagern lief es gut. Und jetzt zum Metallring. Seine hohen Wälle schützen den Feind. Wir müssen dort hinauf, wenn wir entdeckt werden unter Beschuss. Ich habe eine andere Idee. Ihre Basis hat eine Schwäche. Schickt mich alleine vor, dann nutze ich sie aus. Wenn ich es schaffe, reiße ich ein so großes Loch in diese Mauern, dass der komplette Kriegstrupp reinstürmen kann. Das klingt nicht schlecht, solange ich mit dir komme. Eine Kriegsherrin sollte dankbar sein für eine solche Einsatzbereitschaft. Jawohl, du kannst mit Aloy gehen, aber sei wachsam. Ja, Kriegsherrin. Versprochen. Geht jetzt. Wir warten auf euer Signal. Okay. Dann folgen wir mal Wahl. Aber ich nehme noch schnell die Pflanzen mit hier, ne? Ich brauche nämlich Heilung. Stöcke kann ich immer gut gebrauchen. Wow, was ist das für ein Licht da drüben? Das sieht ja unglaublich geil aus. Du hast einen Plan, oder? Du bist mir doch sogar in die Ruinen gefolgt. Ich dachte, du vertraust mir. Ja, doch. Aber woher weißt du, dass ihre Basis eine Schwäche hat? Geduld, Val. Du wirst es gleich sehen. Ja. Wohin? Da hoch, oder was? Ah ja, okay. Ach, wir müssen reden. Und hoch. Und hoch. Ja, und ich? Achso. Nimm meine Hand. Okay. Dann geht's jetzt wieder los. Nimm du den da rechts. Welchen? Was hast du vor? Bereit? Okay. Abwärts! Oh, sehr gut. Sachen brauchst du wohl nicht, ne? Hey, warum bin ich voll, wenn ich nur ein... Ah, okay. Ich übernehme den linken. Also den hier, ja? Gut. Sehr gut. Also ich finde, das Spiel hätte auch gut zu zweit funktioniert, hä? So Koop-mäßig. Sehe nichts. Keine. Sind hier irgendwo noch welche? Zwei. Nimm du den Link. Okay, ich nehme den Link. Bist du auf Position? Dann schlagen wir zu. Okay. Was hat der dabei? Oh, diese Scherben kann ich nachher alle verkaufen. Bestimmt einen Haufen Kohle dafür. Da. Siehst du den Unterstand? Siehst du die Verderber? Konzentrier dich, Val. Dort ist lauter Lohe drin. Ein riesiger Vorrat.
Wenn ich sie hochjage, zerstört das die Verderber und lässt den Wall einstürzen. Das schlägt eine Bresche für die Nora. Von hier aus treffe ich sie nicht. Wir müssen näher ran. Ich mache das. Du gehst zurück, erklärst Sona den Plan und bringst alle zur Ringseite. Das mache ich. Und wenn der Wall einstürzt, werde ich den Angriff führen. Jetzt muss ich es nur noch in die Tat umsetzen. Okay. Wenn ich leise bin, wird es sehr viel einfacher sein. Wir müssen uns darüber schleichen. Was zum Geier ist das bitte? Und da ist auch einer. Also durchs Lager schleichen keine gute Idee. Aber vielleicht eher hier vorbeischleichen. Oder ich gehe ganz oben rum? Nein, glaube ich. Was ist jetzt? Oh. Runtergefallen. Ich wurde entdeckt. Nein. Ich muss schnell zu der Lohe. Ich wurde entdeckt. Runter. Ja, genau. Die wissen ganz genau, wo ich bin. Ich muss die Lohe entdecken. Es ist sofort tot. Hä, wieso hat er mich gesehen? Und wieso hat er mich gehört? Ach komm. Ach Mann, Alter, ich darf nicht so viele töten. Die Schreie werden gehört. Wenn ich leise bin, wird es sehr viel einfacher sein. Vor allem, wer hat mich gesehen und gehört? Ich muss schnell zu der Lohe. Boah! Boah! Nee, 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 da muss nochmal. Schon wieder verzockt. Mann! An dem Vorbeischleichen geht auch nicht. Der dreht sich um und hört mich. Ja, töten geht nicht. Vorbeischleichen geht nicht. Okay. Muss ich mir was anderes überlegen. Wenn ich leise bin, wird es sehr viel einfacher sein. Ich halt hier oben entlang. Scheiße. Da ist auch ein Typ. Okay. Ich wurde entdeckt. Was? Ich muss schnell zu der Lohe. Ach. Oh. Das gibt's doch nicht. Ich wurde entdeckt. Wie sollen wir denn da durchkommen? Unentdeckt, bitte. Egal, ich schaff das. Wenn ich leise bin, wird es sehr viel einfacher sein. Danke. Ach, jetzt kommt keiner. Jetzt kommt keiner. Warum kam vorher einer? Okay, dann geht's weiter. Manchmal buggt das einfach, habe ich so das Gefühl.
Was? Woher hat er den gesehen? Das ist so unrealistisch. Da liegt ein Toter. Ja. Das Mal habe ich dich aber getötet. Der war da oben irgendwo. Da liegt ein Toter. Der liegt da unten. Warum kann man keine Leichen wegschaffen? Egal. Langsam weiter. Hat ja geklappt. Ich muss nur richtig auf die Lure zielen und schießen. Deckung. Okay. Von hier aus müsste ich die Lohe treffen können. Klar, könnte ich von hier aus treffen. Ich bin müde, aber ich mache weiter. Ich bin schön. Aber ready. Okay, ich brauche Feuerpfeile. Was macht der denn? Alter! Junge, habe ich mich gerade erschrocken. Wo kam der denn her? Scheiße, der wird die Leiche sehen. Jetzt muss ich mich beeilen. Yay. Vorsicht, hier ist es. Aus dem Weg. Kalt ja. Ah, ich bin weg auf der Da. Oh, wie machen wir das Brot im Weg kalt? Was ist das für eine Übel? Alter! Nein. Weg! Ich finde, wohin noch geht? Okay, wir haben ihn. Okay. Nein! Oh, nein! Oh, das gibt's nicht. Was für ein schlechter Schuss das war. Genau in die Panzerung. So ein Scheiß. Da! Ein Wächter! Ja. Das wird einfach. Hä? Was soll denn das? Jetzt!
Alter, wie die das abzieht. Du willst mich doch verarschen. Ah, nein, nein, nein. Ah. Ah, halt die Maul und stirb. Oh, was? Ich bin nicht erstmal an! Da, 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 da! Ah, da, der mit seinem scheiß Feuer. Okay. Ich brauche... Ach, Quatsch! Oh, was ist das? Feuerpfeile bringen einem gar nichts. Ich auch. Ah! Rexvieh! Moment mal. Au! Hallo Joefish, schön, dass du eingeschaltet hast. Und schön, dass du mir zugucken willst, wie ich dauernd sterbe. Ich bin gerade ein bisschen gefrustet. Hier ist ein Wächter! Au, Alter! Komm raus und bin gleich schon wieder halbe Energie weg. Du kommst mir nicht! Oh, Rexy, komm her! Zack! Oh. Ich hätte den Großen irgendwie schon anderes überlegen. Und zwar das hier. Komm! Oh, das macht den gar nichts aus! Okay, das macht den gar nichts aus. Oh, fuck! Oh, was? Ja, ist gut. Krank. Damit kann ich festhalten. Ich kann es nicht mehr weg. Zack. Einmal. Oh, ich sehe gar nichts. Oh, Alter, ist das.
Jetzt ist gleich tot. Jawoll. Das war's. So funktioniert das wie. Urmutter, siehe unseren Triumph. Die Blutschuld ist bezahlt. Ein denkwürdiger Tag, tapfere Nora. Dein Wort in Urmutters Ohr. Ja, denk daran. Oh. Steht in dem Ding drinnen. Auch nicht schlecht. Macht euch zum Aufbruch bereit. Lasst eure Speere und Pfeile in den Leichen der Gefallenen stecken. Sie sind verdorben, wie die Ruinen.